Hey André, hier für tabletblog.de. Wir sind noch einmal auf der Computex in Taiwan und am Stand von CZC sind wir gerade auf eins. Eigentlich das erste Tablet mit dem neuen Bakewell Quadcore Prozessor von Intel gestoßen. Das erste Exemplar ist natürlich noch ein Prototyp, aber auf jeden Fall sehr interessant. Interessant, das müssen wir uns natürlich anschauen. Das hier ist das Everest BC10T und ja, wir haben hier 2 bis 4 GB Arbeitsspeicher drin und verschiedene Speicheroptionen. Hier oben haben wir eine Webcam mit 2 Megapixel, dann hier unten den klassischen Windows Home Button, hier weiter nichts. Hier haben wir dann einen USB-Anschluss. Hinter dieser Klappe verbirgt sich ein HDMI-Ausgang, ein MicroSD-Kartenslot und optional wird es offenbar auch ein Modell mit 3G geben. Dann haben wir den Anschluss fürs Netzteil, Power-Button, Headset-Board. Hier weiter oben nichts, auf der Rückseite noch eine Kamera. Das Gehäuse hier ist aus Plastik, auch wenn es wie Aluminium aussieht. Wir haben hier noch die Lautsprecher. Hier drin steckt jetzt ein 8100 mAh Akku. Allerdings wird die Akkulaufzeit nur mit 6 Stunden angegeben. Das ist ein bisschen seltsam, vor allem weil Intel etwas komplett anderes sagt. Aber das werden wir dann mal sehen, wenn die Geräte erscheinen. Neben dem B10T wird es übrigens auch noch ein 8 Zoll Tablet geben. Das ist das hier. Und ein 9,7 Zoll Tablet mit einem Retina Display wie beim iPad. Auch in den beiden soll der Bakewell Prozessor stehen. Das hier sind jetzt aber noch Mockups, keine richtigen funktionierenden Geräte. Ja, das sind die ersten Bakewell Tablets von CZC. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.